Gameplay Mass Effect 2. Wir haben Maus gefunden und jetzt werden wir ihn ausquetschen. Ja, na klar. Ich kann Ihnen heute noch zwei Kisten besorgen. Sind Sie Maus? Was wollen Sie? Oh, scheiße. Kurios? Ich dachte, Sie wären im Ruhestand. Commander Shepard? Ich dachte, Sie wären tot. Was wollen Sie von mir? Tja. Maul halten, Maus. Sie können sich gleich eine neue Hose anziehen. Woher kennen Sie Thane? Kurios? Hat er ihn nicht... Oh, wenn er nichts gesagt hat, sage ich auch nichts. Als wir den Namen gehört haben, hätte ich nie gedacht, dass es sich um einen und denselben Maus handeln könnte. Er war in meiner aktiven Zeit einer meiner Kontakte auf der Citadel. Er und einige andere Kinder haben mir Informationen über meine Zielpersonen besorgt. Sie haben Kinder in Gefahr gebracht, damit sie für Sie spionieren? Kinder. Die Armen. Die Vögelchen. Bei meinem Volk nennt man sie Dralafar, die Unbeachteten. Sie sind überall und sehen alles. Und dennoch nimmt sie niemand wahr. Sie haben einem anderen Drell Anweisungen für ein Attentat gegeben. Wer ist die Zielperson? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gefragt, denn die Leute, für die ich arbeite, komm, verschwinden. Für sowas haben wir keine Zeit. Ah, oh Gott. Thane, helfen Sie mir. Helfen Sie mir, Maus. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit ist mein Sohn. Deshalb habe ich ihm den Job ja besorgt. Ich dachte, das wäre in Ihrem Sinne. Bitte. Erklären Sie das. Er kam zu mir und sagte, dass er Arbeit sucht. Er hatte ein Holo von mir. Das, das Sie gemacht haben, Kurios. Ich hab's dann verbreitet, über Ihre alten Kontakte. Und Elias wollte ihn anheuern. Elias Callum. Man kann ja nicht immer nur so extrem gut sein. Das geht doch gar nicht. Außerdem wollen wir ja ein Leben retten. Eines noch. Sie verkaufen doch diese Shepard VI. Oh, scheiße. Sie haben... Hören Sie, Sie waren tot. Es war völlig legal, eine VI von Ihnen herzustellen. Geben Sie mir eine Kopie, dann sind wir quitt. Was? Also, natürlich. Sicher, kein Problem. Tut mir leid wegen der ganzen... Nur damit Sie es wissen, es gibt 3 Volos, die ständig neue Patches erstellen. Erzählen Sie mir von Callum. Ein Mensch kam vor etwa 10 Jahren auf die Citadel. Er war noch ein ganz kleines Licht, als Sie hier waren, Kurios. Erst nach dem Geth-Angriff wurde er jemand. Viele der hohen Tiere hatte es dabei nämlich zerrissen, in ihren schicken Apartments oben im Präsidium. Jetzt betreibt er das Schutzgeldgeschäft im unteren Bereich des Bezirks. Shin Akiba. Ein wirklich gefährlicher Kerl. Und dann mal entschuldigen. Ich wollte das nicht tun, Maus. Aber wir haben einfach nur wenig Zeit. Gehen Sie einfach, Mann. Maus, mir tut es auch leid. Gehen Sie einfach. Das war bestimmt nicht leicht. Maus wusste mehr über mein Leben als Kolliard. Er grinst mich an, mit kaputten Zähnen und aufgeschlagenen Knien, die nackten Füße völlig schwarz. Er hat keine Zukunft und sieht zu mir auf. Er vergöttert die mickrigen Geschenke, die ich ihm gebe. Ich war der Einzige, der ihm damals Halt gegeben hat. Trotzdem habe ich ihn verlassen. Genau wie ich Kolliard verlassen habe. Maus sagte, Sie hätten ein Holo von ihm. Ja, ein dummer Anflug von Sentimentalität. Ich kann mich ohnehin perfekt an jeden Augenblick mit Maus erinnern. Er zieht an meinem Arm, lächelt. Er will sicherstellen, dass ich mich an ihn erinnere. Dass jeder sich an ihn erinnert. Ich nehme das Holo. Er lächelt, als er die Miniaturversion von sich in meiner Handfläche ansieht. Dann runzelt er plötzlich die Stirn. Er greift an meine Taschen, sucht nach anderen Holos. Wo ist der Sohn Kurios? Fragt er. Sie dürfen sich nicht die Schuld geben. Wer soll es dann tun? Wir müssen mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben, Shepard. Das müssen Sie doch am besten wissen. Gehen wir zurück zu Bailey. Bailey. Wenn der Laden hätte, wäre dann Baileys. So, müssen wir jetzt dann auf der nächsten Ebene sein.
Und also. Ja? Können wir über den Sohn meines Partners reden? Haben Sie mit Maus gesprochen? Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem man zusammenarbeitet? Elias Callum. Callum? Scheiße. Also, das ist jetzt peinlich. Callum und ich haben ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Er bezahlt sie also. Bisher wollten sie uns helfen. Wie sieht es jetzt aus? Ist es zu unbequem geworden? Ich habe meine Hilfe zugesagt. Es ist nur... Es wird Probleme geben, wenn ich einen Fehler mache. Er und ich... Wir geben uns gegenseitig Freiraum, um den Frieden zu halten. Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in ein privates Zimmer. Dort können sie ihn selbst verhören. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Callum glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Überall diese Korruption. Wir haben Callum. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Reden Sie mit ihm. Appellieren Sie an seinen Selbsterhaltungstrieb. Falls nötig, werde ich die Schrauben etwas fester anziehen. In Ordnung. Ich werde so tun, als wäre ich auf seiner Seite. Aber wenn wir zu lange brauchen, kann Bailey Callums Anwalt nicht mehr aufhalten. Stimmt. Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? Bailey hat damit nichts zu tun. Wir wollen nur ein paar Antworten. Ganz inoffiziell. Inoffiziell in einem Verhörzimmer der C-Sicherheit? Na klar. Sie haben einen Attentäter angeheuert. Wen soll er für Sie umlegen? Ich will meinen Anwalt sehen. Ihr Anwalt ist noch nicht da. Wir versuchen gerade, ihn zu finden. Ich sage kein verdammtes Wort mehr, bis er hier ist. Sie beide wissen gar nicht, worauf Sie sich eingelassen haben. Bailey wird nicht zulassen, dass Sie mir etwas antun. Wir warten noch. Bailey weiß nicht, dass Sie hier sind. Und er erfährt es erst, wenn wir fertig sind. Dieses Treffen ist inoffiziell. Sie werden danach nicht angeklagt. Was sind Sie, Froschjunge? Sein kleiner Handlanger? Was soll das? Wollen Sie mich so lange langweilen, bis ich gestehe? Sie sind ein Niemand. Schlagen Sie mich doch. Los, nur zu. Nicht, Wir warten mal noch. Dachte ich mir, dass Ihnen dazu die Eier fehlen. Denken Sie nach, Elias. Ich will den Attentäter, nicht Sie. Warum sollten Sie für ihn den Kopf hinhalten? Sie wollen von mir, dass ich die Erteilung eines Mordauftrags gestehe. Halten Sie mich für bescheuert? Wenn ich den Namen habe, gehe ich und Sie sehen mich nie wieder. Ich wüsste nicht, warum ich Ihnen glauben sollte. Sie haben aber auch keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Uns geht langsam die Zeit aus. Bailey kann den Anwalt nicht lange aufhalten. Sind wir jetzt fertig? Ich habe nämlich Termine. Schluss mit der Geduldnummer! Ich will einen Namen, sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Kroganer. Schon gut, es reicht. Das ist es nicht wert. Joram Talid. Ein Turianer und Kandidat um das Intendantenamt vom Sakira-Bezirk. Er legt sich mit rechtschaffenen Geschäftsleuten an. Dem werde ich ein Ende bereiten. Wo und wann? In seiner Wohnung. In den 800 Blocks. Sie sollten sich beeilen. Was geht hier vor? Weg von meinem Klienten! Sie haben mich vorgeführt. Es war ein überaus angenehmes Gespräch, Elias. Danke für Ihre Hilfe. Es ist noch nicht vorbei. Gut gemacht. Wir sehen uns wieder. Moment.
Sie haben bekommen, was Sie wollten. Wer hat mich verraten? Na, dann haben Sie doch wenigstens was zum Grübeln, solange Sie hier drin sind, nicht wahr? Ich kriege es raus. Und sobald ich den Namen habe... Elias, als Ihr Anwalt rate ich Ihnen sofort, das Maul zu halten. Wo waren Sie vor 5 Minuten? Kleiner Verkehrsstau. Was steckt dahinter? Warum hat Kelhelm den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talit. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Ist die Lage so schlimm, dass jemand öffentlich eine Menschenhasskampagne führen kann? Haben Sie nicht gehört, was die Aliens sagen? Sie glauben, der Rat sei ausgelöscht worden, weil unsere Flotte ihm die Hilfe verweigert hat. Oh oh. Dass wir dafür gesorgt hätten, dass im neuen Rat nur Menschen und Ja-Sager sitzen. Anderson verhält sich äußerst diplomatisch, aber sie benehmen sich, als wären wir Verbrecher in Kampfstiefeln, die einen Putsch durchziehen. Wenn die Mehrheit ihn wählt, kann ich nichts dagegen tun, ob es mir gefällt oder nicht. So funktioniert das System nun mal. Hübsches Ideal, Shepard. Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das... was jetzt dort auf Folterung gewesen wäre, mit dem, ob das auch ein Menschenhasser wäre, wenn ich mich dazu entschlossen hätte, den Rat zu retten. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich mal den Rat gerettet habe in dem Spieldurchlauf. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talit über die Wartungsstege. Sagen Sie mir, was er tut. Durch den Kroganer-Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. Amonkira, Herr der Jäger. Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. Wie hat denn das jetzt gemacht? Wieso kann der das? Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Sie können darauf zählen. Zeigen Sie den Menschen das nicht alles nach Ihnen? Ich bin an ihm dran, Thane. Er spricht mit einigen Wählern. Verstanden. Sind Sie in Position? Ja. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich folge ihm. Nanu? Wo ist er? Haben Sie ihn. Jetzt redet er mit einem anderen Wähler. Irgendein Zeichen von Colliard? Nein. Ich wechsle die Position und bin dann irgendwo vor ihm. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ja. Bisher keine Probleme. Haben Sie das Ziel im Blick? Sagt nichts. Sagt er denn nichts zu fix? Da ist die Mission broken. Was rennen sie denn jetzt? Was passiert?
Okay, schnell. Wechseln wir die Seite. Shit. Nein. Ich muss darüber. Was macht er? Ich habe keinen guten Blickwinkel. Was macht er gerade? Einer seiner Wächter redet mit dem... Kein Anzeichen von Ärger. Spinnt ein bisschen rum jetzt, glaube ich, der Sprachausgabe irgendwie. Vielleicht erledigen Sie mal die Arbeit für... Er trifft einige Söldner. Vermutlich dieselbe Truppe, von der er auch seinen Leibwächter her hat. Er wirkt nervös. Möglicherweise hat er sie bemerkt. Vielleicht hat er auch Kolyat irgendwo entdeckt. Wäre auch möglich. Vor mir sind Hindernisse. Ich versuche sie zu umgehen. Verlieren Sie ihn nicht. Ich habe so ein komisches Gefühl, als würde mich jemand beobachten. Jawohl, Sir! Jetzt hat er mich ja doch gesehen. Hey, wer sind Sie? Was machen Sie hier hinten? Ich gehöre zur Abteilung Gesundheit und Sicherheit der Citadel. Wir haben Berichte über Ungezieferbefall in den Lagern dieser Gegend erhalten. Was? Das kann nicht ernst sein. Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Wie hätte ich das ohne Autorisierung wohl schaffen sollen? Sehen Sie noch andere Türen? Für die Keeper. Schon gut. Aber... Gehen Sie einfach weiter, okay? Danke. Ja, ja. Lassen Sie sich nur nicht von meinem Boss erwischen. So, Dreck, wo ist er denn jetzt? Verdammt. Da. Okay. Zane! Hab's gesehen. Er ist auf dem Weg zu Talits Wohnung. Oh oh. Kolyat. Das ist ein Witz. Jetzt tauchst du auf? Helfen Sie mir, Drill. Ich tue alles, was Sie verlangen. C-Sicherheit. Die Waffe runter. Aus dem Weg. Ich verziehe mich und ihn nehme ich mit. Nix so. Draußen sind Scharfschützen. Ich brauche deine Hilfe. Was zum Teufel? Talit, verschwinden Sie von hier. Ja, ja, das werde ich. Nehmen Sie den Jungen fest. Shepard ist schon ziemlich ein Badass, oder? Ihr Vater hat nicht mehr viel Zeit, Kolyat. Er versucht, seine Fehler wieder gut zu machen. Du bist also hier, um von mir Vergebung zu erbitten, damit du in Frieden sterben kannst? Ich bin gekommen, um dir Frieden zu bringen. Du bist wütend, weil ich nicht da war, als deine Mutter gestorben ist. Du warst auch nicht da, als sie noch im Leben war. Warum solltest du also bei ihrem Tod da sein? Deine Mutter. Sie haben sie umgebracht, um an mich heranzukommen. Es war meine Schuld. Was? Nachdem ihr Körper der Tiefe übergeben worden war, habe ich sie gesucht. Ihre Mörder und deren Auftraggeber. Ich habe ihnen wehgetan und sie schließlich getötet. Als ich zu dir zurückkam, warst du älter. Ich hätte bei dir bleiben müssen. Es ist wohl mein Pech, dass du so lange gewartet hast, was? Kolyat, ich habe aus dieser Welt viele böse Subjekte entfernt. Du bist das einzig Gute, was ich jemals hinzugefügt habe. Sie sollten dieses Gespräch nicht vor Fremden führen. Bringen Sie Kolyat und seinen Vater aufs Revier. Geben Sie ihnen ein Zimmer und so viel Zeit, wie Sie brauchen.
Sie tun ihm einen großen Gefallen, Bailey. Danke. Na, dann schicken Sie mir dafür zu Weihnachten eine Karte oder sowas. Ich muss zurück aufs Revier. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Da hätten wir das auch geschafft. Dane hat die Angelegenheit mit seinem Sohn geklärt und uns heute nichts mehr von der Mission ablenken können. Danes persönliche Angelegenheit hat Probleme mit der Politik der Citadel ans Licht gebracht. Möglicherweise müssen Elias Callum und ähnliche Verbrecher unterstützt werden, um gegen die Vorurteile Menschen gegenüber vorzugehen. Bailey von C-Sicherheit bietet eine mögliche Rekrutierung an. Erhöht Gesundheitsschaden bei organischen Zielen. Neues Outfit für Thane. Der hatte schon ein schwarzes Outfit. Vielleicht wird es noch schwärzer. Stimmt, Legion war jetzt die ganze Zeit gar nicht dabei. Jetzt, wo ich ihn sehe. Sie sind schon eine ganze Weile da drin. Der Junge hat viel durchgemacht. Ich habe Nachforschungen in den Archiven der C-Sicherheit angestellt. Vor etwa 10 Jahren wurden mehrere ziemlich üble Typen erledigt. Als hätte jemand mal gründlich sauber gemacht. Hauptverdächtiger war ein Drell. Wir haben ihn nie erwischt. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Wer immer dafür verantwortlich war, ist wahrscheinlich gar nicht mehr im Leben. Ja. Da haben Sie wohl recht. Wie ist es gelaufen? Unsere Probleme sind nichts, was ich mit ein paar Worten aus der Welt schaffen könnte. Wir werden weiterreden und sehen, was daraus wird. Ihr Sohn hat einige Leute erschossen. Keinen, an dem mir etwas liegt, aber trotzdem. Ich habe gesehen, wie diese Typen Geschäfte erpresst und Menschen bedroht haben. Stimmt. Aber er darf nicht einfach so damit durchkommen. Der Junge will was bewegen. Lassen Sie ihn soziale Dienste erledigen. Sozialdienst für Mordversuch? Welches Schwurgericht würde dafür zustimmen? Keine, die ich kenne. Es dürfte nie vor eine Jury kommen, sondern müsste innerhalb der C-Sicherheit bleiben. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Danke, Captain. Versuchter Mord, soziale Stunden ableisten. Genau. Ja, schon eine sehr, sehr komische Idee. So, dann gehen wir mal noch zur Normandy zurück. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt das erste Mal fertig auf der Citadel. Ah, Normandy. Auf geht's. Ich glaube, wir müssen dann in der nächsten Folge mal wieder ein paar Gespräche führen, sonst wären es dann zu viel auf einmal, wenn ich die ganzen Gefährtenmissionen gemacht habe. Kelly? Commander, Legion möchte mit Ihnen sprechen. Haha, Gefährtenmission für Legion. Die hören wir uns aber dann erst in der nächsten Folge an von Mass Effect. Bis dann.